Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Heute werden wir mit der Pistole spielen, ganz normal, denn die finde ich momentan am angenehmsten. Die spiele ich sehr oft, auf links gestellt auf jeden Fall, denn wir gehen heute auf den Weltrekord. Die kann man leider nicht beim Leaderboard gucken, das ist verbuggt, aber ich habe mal den Macher von Shooterbox gefragt und er hat so gesagt, ja, er wüsste es nicht, weil eben das Leaderboard verbuggt ist, aber er hätte so 65.000 Punkte. Dann habe ich ihm mal ein Bild geschickt, nämlich da hatte ich noch den Highscore von 140.000. Dann meinte er schon, ja, das könnte eventuell sein, dass das der Weltrekord ist. Dann habe ich diesen krassen Highscore aufgestellt und dachte mir so, okay, wahrscheinlich ist der Weltrekord, aber wir gehen heute nochmal ganz normal sicher und knacken den Rekord. Und das Ganze nehme ich natürlich noch auf, um eine ganz krasse Runde zu haben. Jedenfalls habe ich auf jeden Fall doppelte Coins angemacht. Das lohnt sich auf jeden Fall bei so einer langen Runde, weil die Werbung ist ja in der Runde sowieso aus. Jetzt werden wir auf jeden Fall Rewives benutzen. Also wenn wir hier eine Herzensbox bekommen, machen wir die natürlich auch mit kaputt und gönnen uns diese. Genauso werden wir uns auch den einen Rewive gönnen, den wir durchs Video bekommen, um halt dann eben noch mal länger zu leben. Ich werde jetzt auf jeden Fall durchhasseln. Wundert euch nicht, dass ich bei solchen Waffen wie dieser hier eventuell nachher die einfach ins Nichts leerballern werde, weil bei einer bestimmten Punktzahl sind die einfach nur noch nachteilhaft.
Thank you.
So Leute, das war der Weltrekord. Ich habe ihn gerade aufgestellt. Es war extrem hart, es war extrem anstrengend. Ich habe sehr, sehr lange dran gesessen. Ihr müsst nicht denken, dass das jetzt übel einfach für mich war. Wirklich, ich habe tagelang versucht, meinen alten Rekord zu brechen. Danach ging aber auf einmal alles. Danach war ich wirklich richtig, richtig drin und ich hatte eigentlich keine Probleme. Ich hätte jetzt, glaube ich, am Ende noch mehr schaffen können. Ich war aber ein bisschen zu offensiv mit der Burstwaffe, wie man gesehen hat. Normalerweise ballere ich die auch immer ins Nichts, aber ich dachte so, komm, spielst du sie einfach normal. Ich hätte 1 Million bestimmt noch knacken können. Das wäre auf jeden Fall nochmal eine Hürde mehr gewesen. Aber ich bin absolut auch mit diesem Rekord zufrieden, weil, wie gesagt, ich war so abgefuckt und habe die ganze Zeit meinen alten Rekord versucht zu toppen. So mehrere Tage sogar. Und jetzt habe ich es aber endlich geschafft. Mit einem schönen Abstand. Nur nochmal als kleine Randinformation, die Herzen stacken sich nicht. Man kann allerhöchstens 2 Leben hintereinander haben. Das ist aber dann nur so, wenn du ein normales Herz kriegst und nochmal das Video hast. Falls ihr euch gewundert habt, dass ich jetzt schon verloren habe, obwohl ich währenddessen ganz viele Herzenboxen abgeschossen habe. Die stacken sich nicht, aber das wäre auch zu overpowered. Wie gesagt, es ist reine Spekulation, dass es der Weltrekord ist. Es kann natürlich gut sein, dass jemand von euch mehr hat, dann kommentiert das gerne. Das Leaderboard klappt leider noch nicht. Spätestens, wenn der Macher es gefixt hat, dann sehen wir es. Wenn es euch gefallen hat, wie ich diesen Weltrekord aufgestellt habe und wie ich ultra reingeschwitzt habe, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ciao.